Ich bin ein Geschnitzter und sag grüß Gott. Wir haben die Entwässerungsgräben verstopft, damit das Wasser wieder bei uns herinbleibt. Raffiniert, gell? Da schaut's. Das nennt man Renaturierung. Vor 10.000 Jahren war bei uns ein riesiger See. Bei Wasserburg ist das Wasser durchgebrochen und der See ist ausgelaufen und so ist bei uns das schöne Moor entstanden. Wir haben es so hergerichtet, dass man überall hingehen kann, sogar mit dem Rollstuhl. Man kann sich hinsetzen oder mit den Elfen spielen. Oder die Vögel beobachten. Durch die Renaturierung ist bei uns eine der schönsten Landschaften in ganz Oberbayern entstanden. Traut sich jemand hinein? Moorbaden ist gesund. Nur ein kurzer Weg, allerdings mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Aber dafür sieht man immer unsere wunderschönen Berge. Renaturierte Moore sind wichtig. Sie speichern das Kohlendioxid. Hier ist die Landschaft gleich noch schöner, wie Gemälde aus der Münchner Schule.
Bis vor kurzem wurde hier noch Torf abgebaut. Gott sei Dank ist Schluss damit. Heizmaterial von früher. Wieder zurück zur Sterntaler Filze. Natura 2000 ist ein ökologisches Netz europäischer Schutzgebiete. Hier werden naturnahe Lebensräume für die Nachwelt erhalten und gefördert. Die Renaturierung ist durch die EU gefördert worden. Nach dem sogenannten Fauna-Flora-Habitationsrichtlinie-Gesetz. Der Aufwand hat sich gelohnt.